Der Februar neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Und morgen werden die Oscars in Los Angeles verliehen. Da gibt es jetzt für zwischendurch mal wieder meine Kinovorschau. Und zwar für März 2015. Und für alle, die im vergangenen Monat neu dazugekommen sind, kurz erklärt. Ich werde gleich zu den Kinostart-Donnerstagen im März, zu jedem Kinostart-Donnerstag ungefähr sagen, welche Filme ich interessant finde und mir anschauen würde. So ein kleines Ranking verpackt und werde zu jedem Film hier drüben noch das Plakat einblenden. Wer jetzt also mehr als nur ein oder zwei Sätze zu jedem Film hören möchte, kann sich per Mausklick gerne auf dem Plakat, denn zu zwei, Drittel aller Filme gibt es entweder schon Trailer-Check oder sogar schon eine Kritik, noch ein paar mehr Informationen zu dem jeweiligen Film reinziehen und so einfach ist es und bleibt es. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Der erste Kinostart-Donnerstag im März ist der 5. März. Da gibt es gleich 7 Filme, die gar nicht so uninteressant sind. Klar, während der Berlinale haben alle auch so ein bisschen Platz gemacht mit den Kinostarts. Da häuft sich so einiges Anfang März. Als erstes finde ich richtig spannend und freue mich drauf. Neil Blomkamps nächster Film ist der Regisseur von District 9, Chappie. Die Geschichte eines Roboters, der wie ein Kind lernt, intelligent und erwachsen zu werden. Und dann ein bisschen die Frage im Raum, ist das nicht eine Bedrohung für die Menschheit? Unter anderem mit Hugh Jackman zur Abwechslung als Antagonisten fand ich den ersten Trailer. Der hat bei mir total Gänsehaut gemacht, den zweiten actionlastigeren Trailer. Wirklich, wirklich spannend. Und deswegen freue ich mich auf Chappie, verdammt, meine Nummer 1 ab dem 5. März. Als zweites Still Alice, mein Leben ohne gestern. Mit Julian Moore, Alec Baldwin, unter anderem Kristen Stewart, die auch wieder richtig gut spielt, die Geschichte einer Frau, die feststellen muss, dass sie an der Alzheimer leidet, an einer sehr frühen Form, die genetisch vererbt wird. Und da schafft es Julianne Moore sehr eindringlich, diese Krankheit darzustellen. Hat mich sehr berührt, Still Alice, meine Nummer 2. Als drittes Focus, der neue Film mit Will Smith in der Hauptrolle, der so ein bisschen, ja, es geht um Betrügereien und Trickbetrügereien. Das Ganze so ein bisschen als Thriller mit ganz wenig Actionfaktor verpackt. Nach den Trailern wusste ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber Will Smith ist definitiv ja ein Publikumsliebling, auch nach Filmen wie After Earth, meine Nummer 3. Also Fokus ab dem 5. März. Als viertes Seven Sun, Fantasy-Action-Spektakel, von dem ich leider so ein bisschen enttäuscht war mit unter anderem Julian Moore und Jeff Bridges in den Hauptrollen. Die Geschichte einer bösen Hexe, die bekämpft werden muss in einer Art Königreich. Aber nur der siebte Sohn eines siebten Sohnes kann das tun. Daher der Titel Seven Sun. Und wer 3D-Action-Abenteuer mag, in leichter Herr der Ringe-Optik, die aber wirklich nicht richtig gut geworden ist, kann sich ihn angucken. Meine Nummer 4. Als fünftes Project Almanac. Die Geschichte von einigen Jugendlichen, die feststellen müssen, dass sie eine Zeitreise Maschine bauen können und damit in die Vergangenheit reisen. Natürlich geht es dabei um Verantwortung und was lösen Dinge aus, die ich in der Vergangenheit ändere in der Zukunft. Das Ganze als Found-Footage-Film gepaart und ich mag ja diese Wackelhand-Kamera-Optik, wenn sie nicht im Horrorfilm stattfindet, so wie beispielsweise in Cloverfield oder unter anderem auch, jetzt ist mir der Name schon wieder von dem Film entfallen, na, mit diesen anderen drei Jugendlichen, ja, Chronicle, genau, die da auch super Kräfte haben und deswegen ist Project Almanac rein filmisch ein bisschen anders, inhaltlich voller Lücken und hat mich ein bisschen enttäuscht, aber meine Nummer 5 ab dem 5. März. Als sechstes, der französische Film Verstehen Sie die Billets, die Geschichte eines Mädchens, das in einer Familie lebt. Nur alle sind stumm, außer sie selbst. Und dann geht es darum, in der Ortschaft sowohl politisch irgendwie Macht zu erringen, so ein bisschen von Seiten des Vaters, aber vor allem um eine Familie, die so ein bisschen abseits der Gesellschaft stattfinden muss und auch abgestempelt wird als in Anführungszeichen behindert, aber dabei im Grunde alles tun kann. Ist ein sehr charmanter, kleiner, feiner Film geworden. Verstehen Sie die Billets, meine Nummer 6. Und als siebtes Afrika, das magische Königreich. Eine Dokumentation, ich liebe ja Dokus, mir immer wieder gerne anzuschauen. Und wenn da mal zur Abwechslung einen im Kino läuft, und das ist in Deutschland relativ selten, macht es immer sehr Spaß, sich tolle, brillante Naturbilder anzusehen auf der großen Leinwand. Vielleicht eher ein persönlicher Filmfetisch von mir. Aber wer Dokus mag, am 5. März startet dann Afrika, das magische Königreich. Springen wir eine Woche später in den 12. März. Da gibt es 3 nicht uninteressante Filme. Als erstes Kingsman, The Secret Service mit Samuel L. Jackson, Colin Firth. Die Geschichte eines Geheimdienstes, der geheimer ist als alle andere und angesetzt wird für Mission, von die sonst keiner irgendwas weiß. Kingsman, The Secret Service ist dabei ein Film geworden, der ist sehr schwer zuzuordnen. Hat so ein bisschen John Wick-Härte tatsächlich, nicht umsonst ein FSK 16, ist aber so charmant wie James Bond, ein bisschen witzig mittendrin. Wirklich ein guter, interessanter, neuer Film geworden von Matthew Vaughn und vor allem ein Film, der hatte komischerweise einen Kinostartterminveränderung, hatte ich auch schon in meiner Kinovorschau für Februar drin, ist jetzt aber auf März gelegt worden, ab dem 12. März meine Nummer 1. Als zweites die Trauzeugen AG mit Josh Gad, Kevin Hart. Ich habe verdammt gelacht und wir haben auch eine Social Movie Night zu dem Film gemacht, nicht umsonst. Ich habe ihn vorher abgesehen und dann ausgewählt für unsere, wie ich finde, immer sehr coole Reihe, weil der Film so witzig geworden ist. Wenn man den Titel Die Trauzeugen AG hört, denkt man das nicht unbedingt. Der hat eine unheimliche Gagdichte. Wenn man sich ihn auch noch auf Englisch anschaut, gibt es eine ganze Menge zu lachen. Die Trauzeugen AG ist definitiv unter diesem Genre-Filmbereich etwas andersartig und mehr als nur eine Buddy-Komödie und definitiv zu empfehlen, meine Nummer 2. Und als drittes, die Märchen-Realverfilmung von Walt Disney, Cinderella, habe ich mir auf der Berlinale angesehen und war echt überrascht. Für ein Märchen ist das Ding wirklich fein geworden und vor allem
ein paar brutale Fakten rausgelassen. Die Tauben gibt es nicht, dafür gibt es Mäuse und Eidechsen. Und es ist so ein bisschen ein sehr kitschiges, voll mit Zuckerguss gepacktes Prinzen- und Cinderella-Märchen geworden. Und da muss ich sagen, in seinem Genre eine richtig feine, starke Nummer und sehr aufwendig produziert meine Nummer 3 ab dem 12. März. Eine Woche später, ab dem 19. März, würde ich mir 5 Filme nicht ganz uninteressiert anschauen. Als erstes Die Bestimmung, Insurgent, Charlene Woodley und Miles Teller wieder unter anderem vor der Kamera zu sehen. Es geht um die Unbestimmte und um das System und eine Art Revolution. Kommt für mich so ein bisschen wie so ein Aufguss von Die Tribute von Panem daher. Und deswegen haben noch die Buchvorlagen. Eine riesengroße Fangemeinde, der wird bestimmt richtig gut laufen. Und meine Nummer 1 ab dem 19. März, Die Bestimmung, Insurgent. Als zweites Schauen das Schaf, der Film. Eine Serie, die viele, viele Fans hatten. Der Film soll unglaublich aufwendig produziert worden sein. Startet dann auch ab dem 19. März in den Kinos. Und das ist dann Schauen das Schaf, der Film. Und da ich so auf Animation und Stop-Motion und Knettechnik auch immer so ein bisschen stehe, weil es eine ganz eigene Art ist, werde ich mir den definitiv ansehen. Als drittes The Boy Next Door, der nächste Film mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Die Geschichte einer Frau, die eine Affäre mit einem sehr jungen Nachbarn anfängt und gleichzeitig ist sie dann später an der Schule, an der sie arbeitet als Lehrerin, auch noch sein Lehrer. Und dann entsteht so eine perfide Stalker-Situation. Dieser Junge versucht, diese Familie zu zerstören, diese Frau letztendlich so sehr unter Druck zu setzen, dass der Trailer sehr, sehr spannend geschnitten war. Und Jennifer Lopez hat auch gezeigt, dass sie manchmal sehr daneben liegt, schauspielerisch, aber in anderen Filmen wie Genug Enough auch gerne eine ganze Handlungsstränge tragen kann. Und deswegen ist The Boy Next Door nicht uninteressant. Und meine Nummer 3 als viertes in Most Violent Year mit Jessica Chastain und Oscar Isaac. Die Geschichte eines Mannes, der das Familienunternehmen weiterleiten will in einer Art Trucker, Transportbranche, aber eine Branche, in der auch die Mafia sehr wohl strukturiert ist. Und ein Mann, der versuchen will, legal unterwegs zu sein, aber dann nach und nach gezwungen wird, auch zu sehr gewalttätigen Methoden greifen zu müssen. Und deswegen Most Violent Year. Interessanter Trailer, eher wahrscheinlich für Cineasten gedacht, meine Nummer 4. Und als fünftes Drei Herzen, eine Ménage à Trois, französisch-belgisch-deutsche Co-Produktion. Die Geschichte einer Frau, die eines Nachts oder eines Abends an einem Bahnhof einen Mann kennenlernt. Es kommt zu einer Art Verliebtheit, aber irgendwie verlieren sie sich aus den Augen. Und dann irgendwann verliebt sich ihre Schwester und heiratet diesen Mann. Als dann aber klar wird, dass dieses Dreieck überhaupt existiert, ist alles etwas merkwürdig und ergibt dann ein Jahr romantisches Drama und meine Nummer 5 ab dem 19. März. Und eine Woche später und die letzte Kinostartwoche und sorry für ständige Durchhasten, aber ich möchte euch ja nicht eure Zeit klauen. Dann ab dem 26. März weitere 5 Filme. Als erstes, ich liebe ja Animationsfilme, Home, ein smektakulärer Trip. Der sollte eigentlich schon vor einer ganzen Weile starten von 20th Century Fox, ist dann auf 2015 gelegt worden und die Geschichte der Boofs und eines Besonderen, eines Ausgestoßenen und auf ihrem Heimatplaneten, der letztendlich sich auf dem Planeten Erde wiederfindet und hier dann auch gejagt wird oder versucht wird zu finden von seiner eigenen Bevölkerung. Dass die Menschen darauf aber nicht vorbereitet sind, zeigen alle Trailer und Filmclips bisher. Und ich glaube, der könnte richtig süß werden. Home, ein smektakulärer Trip, meine Nummer 1. Als zweites Der Nanny, der neue Film von Matthias Schweighöfer mit Milan Peschel unter anderem und Joko Winterscheid. Und ich hoffe mal, dass es nicht wieder so ein Fließbandfilm von Schweighöfer wird. Am Ende macht er sowieso mindestens 2 oder gar 3 Millionen Zuschauer in den deutschen Kinos, weil der eine riesige Fanbase hat. Und erzählt hier die Geschichte eines Mannes, der ein bisschen überfordert ist von seinem Job und sich nicht um seine Kinder kümmern kann und muss deswegen einen Kinderbetreuer engagieren in Form von Milan Peschel. Das Problem ist einfach nur, aufgrund, weil er nämlich eine Art Bauherr ist, ist dieser Mann oder der zukünftige Nanny seiner Kinder aus seiner Wohnung geflogen und so will jemand Rache üben, aber hat niemand so richtig mit den Kindern gerechnet, die sich selbst wehren können. Und da gibt dann die neue Komödie von Matthias Schweighöfer. Als drittes Tod den Hippies, es lebe der Punk, der neue Oscar-Röhler-Film mit Tom Schilling unter anderem, Wilson Gonzales Ochsenknecht mit drin und eine Geschichte über ein wenig Ohnmacht und der Zeit in West-Berlin, noch einige Jahre vor dem Mauerfall und das Leben dort, die Abgefucktheit, aber gleichzeitig auch in dieser kleinen Enklave vollgepackte Möglichkeiten, ein Leben zu führen, das anders ist und auch einen Widerstand gegen ein ganzes System aufbauen soll. Er gibt nachher einen sehr skurrilen, andersartigen Film, aber einen, der einfach so andersartig und gerade im deutschen Bereich andersartig ist, dass er vielleicht sehenswert sein könnte und deswegen meine Nummer 3 ab dem 26. März. Dann Nummer 4 von Glücklichen Schafen, die Geschichte einer Familie, daran zu zerbrechen droht, dass die Familienmutter eine Prostituierte ist. Dabei geht es um Moral und Anstand, Kindern, die sich von ihrer Mutter abwenden und eine Frau, die eigentlich nur irgendwie das Überleben sichern will und diesen Job auch nicht gerade aus Leidenschaft macht. Da gibt es eine schwierige Konstellation, schwierige Thematik, auch mit kulturellem Hintergrund von Glücklichen Schafen, meine Nummer 4. Und als fünftes, zu Ende ist alles erst am Schluss. Ein französischer Film über einen Mann oder einen Mann namens Roman, bei dem alles nicht so richtig läuft. Die Eltern scheiden sich, die Großmutter verschwindet, er versucht sie zu finden und nach wird es fast so eine Art kleiner
einer Road-Movie. Und gerade die Franzosen schaffen es ja auch immer, so Filme und Dramen zu konstruieren, die so ein bisschen zwischen den Zeilen schwingen. Der Trailer war nicht uninteressant, definitiv ein kleiner Film, den der Mainstream nicht unbedingt sich anschauen wird. Aber meine Nummer 5 ab dem 26. März. Und dann bin ich auch schon durch mit meiner Kinovorschau für März 2015 in knapp 10 Minuten. So viel Zeit musste ich euch leider stehlen. Aber ich hoffe, ihr habt euch informiert gefühlt und vielleicht den einen oder anderen Film erkannt, wo ihr sagt, oh, finde ich gar nicht so uninteressant. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.